Hallo, willkommen zum glatten Part 40. Ich hoffe, das kann ich das Ende von Fati nennen. Das wäre mir eine Ehre. Oh Gott. Mir kommt ihr nicht. Kann wir den Dämon Fati? Ja, ja, bla bla. Das ist der endgültige Kampf. Oink. Buff. Okay, wie macht man das gleich? Ich brauche den Umkehrstab, glaube ich. Das habe ich irgendwie noch im Kopf. Und? Oh, scheiße. Und wo kommt der Arm raus? So, jetzt muss ich ganz schnell zum Minish machen. Und den Arm irgendwie kaputt machen oder so. War es nicht so? Oh, was ist das denn, Mann? Ich wollte mich doch nur rollen. Epische Musik. Oh Gott, dass ich hier mal angelangt werde. Das ist nur eine Ehre, Leute. Jo, das war der Arm. Oh, verpiss dich, du Arschgeige, Mann. Hallo, wie soll ich daran vorbeikommen? Ach, ich muss den erstmal umdrehen. Boink. So. Und rein. Und Licht. Da ist er. Das erkennt man in dem Auge. Ich muss immer nur den hier umbringen, die anderen sind unwichtig. Aber versperren hier natürlich schön den Weg. Oder mir. Ich hab schon noch ein Herz oder so. Jetzt hat er, denke ich mal, keine Arme mehr. Wenn er die denn nicht zurückholt. Das glaube ich irgendwie kaum. So, das weiß ich aber auch noch, was man zu tun hat. Muss seine Strahlen zurückschießen. Sobald er die irgendwie abfeuert. Wow, wow, wow. Scheiße. Aber alle gleichzeitig und dann auf ihn rauf morksen. Oh, wow, wow. Oh, scheiße. Also ein bisschen gechillter als der andere Kampf. So. Ordentlich draufgegeben. Ich mach da noch irgendwelche anderen fiesen Attacken. Oh Mann. Oh Mensch. Naja, was soll's. Der epische Kampf zwischen Fati und Link. Sind wir wieder ab. Oh fuck. Schon besiegt? So etwas Dummes ist eine Kraft des Force. Demokraft. Der zerplatzt ja vollkommen, oder was? Okay. Aha, da ist ein roter Hut. Wahrscheinlich ist das der Ursprung allen Übels. Zelda und Link und der Hut. Wir sind immer noch hier. Schön, dass dir nichts passiert ist, Fati. Und all die Menschen, was ist passiert? Aha, der kann nicht fliegen auf einmal. Und wir müssen die ganze auf den Kopf tragen, natürlich. Ah, bam. Yeah, chili. Ha, wer hätte das gedacht? Itzelo. Ja, nee. Weiß ich nicht. Bitte verzeiht mir, dass ich das selber gemacht habe. Ich habe Nereus euer ganzes Schicksal zerstört und so. Aber den Hut muss ich wieder meine Gläser nehmen. Nee, Zeldas. Meinetwegen. Achso, je nachdem, auf wen der Hut ist, ist es halt ein guter oder ein böser Hut. Erscheint mir logisch. Und jetzt muss er hier das Force wieder auf sie geben, weil er hat ja das, egal. Und es wird wieder alles normal. La, 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 la. Und das Spiel hat mir eine Menge Spaß gemacht. Aber ich muss Abschied nehmen. Ach, das Ende ist immer so schön.
Und alle sehen sich gleich. Natürlich. Die gehen weg. Puff, 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 puff. Piff, puff, puffy. Tschüss, Leute. Und das verwandelt sich auch zurück. Ach, herrlich. Dass sich immer gleich das ganze Schloss mit verwandelt, ey, das ist doch bescheuert. Das Schloss ist wieder normal, der Fluch ist weg und die Lebensfreude ist zurück. Die Mütze der Wünsche ist jetzt ins Zelda integriert. Und das wird verschlossen wahrscheinlich. Ja, die Zeit. Bla bla bla. Ich muss das Schwert, glaube ich, noch drin bringen. Zelda, du hast es geschafft. Unsere Reise ist jetzt zu Ende. Irgendwie traurig, aber egal. Das soll ich als Geschenk mitnehmen. Yay! Oh, es ist aber hier anders. Ich sehe dich nicht zum ersten Mal. Zum letzten Mal. Achso, egal. Miau, Minish. Jetzt überfährt ihn der LKW. Miau. Ach, der geht jetzt rein und dann wird's verschlossen. Und jetzt die Credits, oder was? Ja. Link. Duck. Wie ihr wollt. Ja, Speed Credits. Ja, die Musik muss doch voll bocken. Yay, speichern! Yeah, und das habe ich eigentlich jedes Mal machen müssen, bevor ich den Kram hier spiele. Machen wir mal Start, weil ich will euch noch ein paar Sachen zeigen. Nee. Hätte ja fliegen können. Naja, was soll's. Das wollte ich euch eigentlich schon die ganze Zeit zeigen, aber das kennt ihr. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Das ist mir jetzt auch egal. Okay, noch sehr viel Zeit. Dann mache ich den Kram mal. Jo. Gut, neue Figuren fertig. Jo. Eine Muschel. Oh, meine Maus. Bald, Minish. Lalalala. So, ja. Das mache ich jetzt noch ein paar Mal. Und was kommt raus? Die Magnus-Brüder-Typen. Ja, nochmal spielen. Ach, das mache ich jetzt, bis alles weg ist. Yay, so ein Schwabbeltyp. Ja, möchte ich. Ja, eine Muschel. Und was kommt raus? Lakitu. Jo. Und was kommt raus? Ein Geist und noch so ein Arsch. Oh Gott, ja, ja, ich gehe schon am Himmel. Yay, so einen anderen Schüler. Und noch irgendein Kram. Yeah, den Typ, den wir hier sehen. Yay, so ein Arsch. Und noch irgendwas. Ich meine, ihr müsst euch das jetzt nicht angucken. Ich mach das jetzt, bis die Zeit zu Ende ist. Also noch ungefähr 5 Minuten. Ja, ich nehme Camtasia auf. Allerdings nicht alles, sondern nur Zelda. Oder GBA-Spiele. Jo. Diese Muscheln. Ja, eine reicht. Rabenknechte.
Ach, das Vorspulen macht mich irgendwie schwindelig. Ich lasse es jetzt einfach. Spannung. Boink, boink, boink. Und was kommt Schönes raus? Link. Epsilon da. Na 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 na. Och Gottchen, und was kommt raus? Yay, der Spieß! Den will ich auch nochmal besuchen gehen. Jo. Eine Muschel. Mach mir rechts. Oh, Mega Speed. Bob um. Die sind auch von Mario geklaut. Händler Deku. Und was gibt's Schönes? Yay! Oh Gott. Die Hälfte von den Teilen, die ich gerade kriege, habe ich noch gar nicht gesehen. Die Schweinetypen, die schwarzen waren aber ein bisschen stärker als die braunen. Sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Yay, das Café. Gut, dann gehen wir noch eben zum Albrecht. Ach, ich kann ja schwimmen. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Ach, noch ein bisschen. Okay, Fatih ist tot. Ich habe das Spiel eigentlich so gut wie durch. Wieso sind hier noch Monster? Ich dachte, die sind alle verbannt worden. Albrecht! Das steht schlecht. Oh. Momente vereinigen. Mit dem Herrn Albrecht. Und dann nochmal in unser Zimmer gehen und... Ah, das ist dein Zimmer. Ab in mein Bett. Ja, rufen wir nochmal raus. Ach, und dann kriegt man volle Leben, ja? Toll. Dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Ich fange da an, wo ich aufgehört habe. Ich höre da wo auf, wo ich angefangen habe, mein Idol. Es hat mir echt eine Menge Spaß gemacht, hier euch das zu zeigen. Ein Klassiker halt. Und sage, ciao, euer Dub. Bis zum nächsten Mal mit irgendeinem GBA-Spiel. Haut rein!